ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von Flower Design Arts Kreativ mit Kathi. Das bin natürlich ich. Ja, ich freue mich. Ich habe heute wieder ein paar Ideen für euch vorbereitet. Erstmal mache ich ein paar Gestecke für die Adventszeit und dann werde ich mit euch noch ein längeres Adventsgesteck mit 4 Kerzen machen. Die kleinen habe ich schon vorbereitet. Da zeige ich euch jetzt eines. Ein kleines noch dazu, das wird dann wieder so eine Gruppe, die man zusammenstellt. Ich war jetzt auch noch mal sehr minimalistisch, was das Grün betrifft, weil dann könnt ihr, wenn ihr jetzt schon Muse habt, das auch sehr schön schon vorbereiten und machen. Und je näher wir dann dem ersten Advent drücken, desto mehr werde ich dann mit euch mit Grün auch machen oder vielleicht auch mal mit frischen Sachen, also das kommt auch noch und jetzt im Moment eher dann so ein bisschen trocken. Ich habe nochmal die Palmblätter verwendet und die schneide ich mir jetzt zu. Das sind jetzt einfach Holzklötze, die ich noch habe. Wir haben ja wie gesagt gebaut vor 2 Jahren, 2,5 Jahren und da fahren Gott sei Dank noch ganz viel solche Balken rum. Die habe ich mir jetzt von meinem Mann zusägen lassen in verschiedenen Größen. Und habe sie auch direkt verarbeitet. Die sind auch relativ schwer, die haben ein schönes Gewicht, dass sie auch nicht gleich umfallen. Und die werde ich jetzt umkleben mit meinen Palmblättern. Die schneide ich mir jetzt passend zu. Da lasse ich ein paar Zentimeter überstehen. Und die mache ich auch relativ gleich hoch. Das ist fürs Erste jetzt eine ganz einfache Sache. Und dann werden die einfach mit Heißkleber um den Block geklebt. Das hält super gut. Könnt ihr auch ein bisschen ziehen und wenn ihr Glück habt, dann reicht eins, wie jetzt bei mir, um das gleich einmal abzudecken. So, ich muss es dann bloß unten nochmal gerade abschneiden, war ein bisschen krumm. Ja, und dann ist die erste Seite schon mal schön verdeckt. Gucke ich jetzt gleich, ob das da jetzt auch noch mal so gut klappt. Das sieht gut aus, wenn ich die wieder, die kann man oft, die sind ja ein wenig so eingewellt, die kann man ein wenig so auseinanderziehen und dann gut festkleben oder andrücken. Und dann passt es genauso wieder an den Seiten. Mache ich das Gleiche und das Überschüssige kann ich einfach wegreißen. Die kann man ja wunderbar auseinanderbrechen oder reißen. Das war dann schon der erste Streich. Das funktioniert mit der Heißklebe, wie gesagt, wunderbar, hält bombenfest. Jetzt habt ihr innen drin dann frei, durch das, dass ihr das ein bisschen weiter oben abgeschnitten habt. Könnt ihr das innen jetzt schön befüllen. Und das habe ich einmal gemacht mit den kleinen, einfach nur mit ganz viel Orangenscheiben aneinander.
Das sieht dann so aus. Und außenrum bin ich dann einfach nochmal mit dem goldenen Bouillondraht. So ein bisschen Glitzer einfach mit rein. Auf den bin ich gerade wieder gestoßen. Und den habe ich jetzt wieder ganz oft verwendet. Da klebe ich mir jetzt einfach nochmal so ein Ständchen hin. Das sind so Ständchen aus Kokosfaser. Ich mag die ganz auch gern schon immer, weil die halt so schön schlicht sind und das halt wieder mein Farbton ist. Die sind aber relativ teuer. Ihr könnt aber Ständchen nehmen, wie ihr Lust und Laune habt, oder könnt euch selber aus Golddraht welche machen. Das ist ja egal. Und die klebe ich mir, da klebe ich mir jetzt einen einfach so drüber, und das gleiche mache ich jetzt bei dem auch. Das ist jetzt einfach wieder ein bisschen höher. Also ich habe meinen Mann da auch schneiden lassen. Das hat jetzt kein System gehabt. Ich habe einfach nur ein paar Striche gezogen und unterschiedlich große Balken schneiden lassen. So, das ist jetzt eben die eine Variante, einfach mit diesen Orangenscheiben, die ich schon sehr schön finde, ganz, ganz schlicht. Und dann mache ich jetzt noch mal eins mit euch mit Kerze. Und da habe ich diese ganz dicken Zimtstangen. Die finde ich mega, schon immer. Ich mag die. Gott, und es riecht auch so toll. Mit den Orangenscheiben und so, wenn ich jetzt immer unten bin und schon den Duft habe, das, oh Gott, mega. Ganz arg Weihnachten. Könnt mir das unter die Nase binden den ganzen Tag. Oh, schön. Und die klebe ich mir jetzt hier außen am Rand fest. Schön festdrücken. Und dann gehe ich mit meinem Bouillondraht rum. Jetzt in Gold. Das ist jetzt auch, finde ich, eine Deko, wo nur das Gold dazu passt. Silber finde ich jetzt zu den Blättern unpassend. Das ist eher wieder so was Warmes, Holziges. Aber es kommt auch noch was für die Leute, die eher so ein bisschen im Silberton sind. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich zeige euch wahrscheinlich jetzt auch immer gleich ein paar mehr Sachen, weil ich einfach echt auch schon viele Sachen gemacht habe. Und auch gerade, wenn ich halt dann immer anfange, irgendwie sowas zu machen, wo ich dann ein Material hauptsächlich verwende, dann fällt mir dazu ja oft gleich immer ein Wandschmuck oder ein Kranz oder ein Gesteck oder irgendwas dann mit dazu ein, und dann geht es auch immer viel schneller von der Hand, als wie wenn ich das weglege und dann mit einem anderen Material gleich weitermache. Deswegen sind es immer gleich ein paar mehr Werkstücke. So, Bouillondraht bin ich wie gesagt drum. Jetzt habe ich es innen drin mit Mousse abgedeckt. Außen draußen ist jetzt mein großer Zimt. Den könnt ihr euch im Bastelgeschäft oder beim Florist holen. Es gibt auch die dünnen, langen. Aber jetzt in dem Fall ist halt der dicke notwendig, weil das jetzt eben mein Kerzenhalter wird. Da kommt nämlich jetzt in das offene Loch, klebe ich mir jetzt meinen Kerzenhalter fest. Guckt, dass die gerade steht. So hält. Dann sieht das Ganze jetzt erstmal so aus. Alles schön befestigt. Und dann werde ich mir das natürlich jetzt noch füllen. Da habe ich jetzt so kleine Zimtstangen. Die sind ja bekannt. Die klebe ich mir jetzt irgendwie so an die Seite. Brauche ein bisschen mehr. Dann möchte ich auch ein Kügelchen mit rein, und ich habe da so ein schönes braun
so braun-orange Töne. Die musste ich dieses Jahr unbedingt haben, weil es bei mir perfekt mit reinpasst. Ich werde auch irgendwie so in den Tönen meinen Adventskranz machen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Das ist auch bei mir immer der Schluss. Das eigene ist eigentlich immer zum Schluss oder ist das, was dann irgendwie übrig bleibt. Nochmal eine Orangenscheibe so mit hin. Und ich lege mir das auch immer vorher alles erstmal ein wenig so hin, bevor ich es klebe. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon ein paar vorbereitet und weiß es ungefähr, aber trotzdem. Wird es immer erst gelegt, bevor es geklebt wird. Und die Orange mache ich eben auch. Die stelle ich da wie so rein. Und die Kugeln auch. Da lasse ich die Aufhängung wieder nach oben gucken. Ihr könnt die Aufhängung auch wegmachen und könnt sie umdrehen, dass man die gar nicht sieht oder halt dran lassen und einfach umgedreht. So habe ich sie früher eigentlich immer verarbeitet. Wir haben das, wie gesagt, eigentlich gar nicht so gemacht, glaube ich. Aber mir gefällt es jetzt so irgendwie besser. Und dann habe ich jetzt einfach nochmal so ein kleines Band. Das ist auch in der Farbe, so dieses braun-orange. Und das mache ich mir jetzt an der Kugel fest. Einfach einen Knoten rein und dann kommt wieder mein Kokossternchen drauf. Ihr könnt es entweder mit dieser glatten Seite verwenden oder ihr könnt auch hinten diese Struktur. Also ich mache das immer unterschiedlich. Mir gefällt beides. Die haben auch immer nicht so ganz diese Sternform. Die sind auch, da fehlt oft mal eine Ecke oder ist irgendwie irgendwas weggekracht. Aber mich stört sowas nicht. Das macht sie gerade aus irgendwie. Jetzt muss ich spickeln. Ja, das war's dann auch schon. Voila. So sieht dann das Adventsgesteck aus. Ihr könnt das natürlich auch nur eins machen. In Größe. Ihr könnt ja auch einen breiteren Block nehmen oder ihr macht nur zwei. Ich habe jetzt, ich muss jetzt selber nochmal erzählen, fünf, weil ich stelle mir das dann wieder so in die Gruppe. Das ist das Größte. Und dann habe ich ja diese Orangenscheiben noch mit dazu gemacht. Das ist dann auch nochmal ein bisschen höher. Und da habe ich dann einfach nochmal ein kleines Gesteck gemacht mit der Zimtstange vorne dran und dann eben so noch mit befüllt. Wie die großen, bloß halt ohne Kerze. Und das könnt ihr dann eben wieder so in der Gruppe schön dekorieren und aufstellen. Wie gesagt, Sideboard, Tisch, wie ihr möchtet, Fenstersims. Und ja, zu den Palmblättern bietet sich das Gold halt jetzt einfach sehr, sehr schön an. Ich finde, da passt jetzt das Silber nicht. Wenn euch die Farbe Orange jetzt aber nicht gefällt, da passt jetzt, kann ich mir sehr, sehr schön natürlich so ganz klassisch Rot vorstellen, mit einem Zapfen vielleicht mit rein. Oder die Orangenscheiben, dass man da dann einfach Apfelscheiben nimmt oder dann auch einfach mit Zapfen füllt. Das passt auch ganz, ganz, ganz arg schön zu diesen Blättern. Oder was Grünes. Also das geht schon, bloß halt wie gesagt, dieses Silber ist wahrscheinlich unpassend. Und dann habe ich nochmal einen Balken in Größe gerettet. Da habe ich auch mehrere unten und da mache ich dieses Jahr auch mehr. Ich habe nämlich auch von meinem Mann einen Akkuschrauber. Der ist gerade schwerst in Verwendung. Bin ich auch ein bisschen stolz, weil sowas war immer so gar nicht mein Ding. Aber selbst ist die Frau und wenn ich dann was habe, dann muss ich das ja auch sofort machen. Da kann ich nicht warten, bis der dann Zeit hat und mir da irgendwann hilft, sondern dann muss das auch sofort sein. Deswegen komme ich nicht drum rum und muss das selber machen und das klappt wunderbar. Ich glaube zwar, dass ich immer so ein bisschen schief und krumm bohre, aber Übung macht den Meister. So, jetzt, ja, reicht's.
Da mache ich jetzt das Gleiche wie bei meinen Gestecken. Nur, dass ich sie halt flach. Muss ich mal schauen, wo meine gerade Seite halbwegs ist. Und dann werde ich mir da auch, also ich nehme auch die breite Seite, also nicht die schmale, sondern die Breite von dem Brett. Und dann steht mir auch wieder das Palmblatt über. Und das wird dann auch gefüllt. Ihr könnt es in der Größe machen, wie ihr möchtet. Die kann man auch so ein bisschen biegen, weil die immer so ein bisschen gerollt sind. Ich habe mir da so ein ganzes Bündel gekauft und dann sind die so zusammengedrahtet, also so in so einer Rolle, deswegen sind die nicht gerade. Aber so ein bisschen biegen lassen die sich ja. Jetzt gucke ich, welche Seite ich. Nee, ich mag die andere Seite außen. Und dann klebe ich mir das auch wieder an. Das mache ich jetzt mal für euch soweit fertig. Ich denke ja, dass das klar ist. Meine Löcher suchen, dass ich nicht die falsche Seite oben habe. Und festkleben. Hält, wie gesagt, wunderbar. Das habe ich jetzt schon mal für euch vorbereitet. Oder fertig gemacht, einfach drumherum geklebt und dann waren jetzt 4 Löcher vorgebohrt und da sind jetzt die Kerzenständer drin. Ich habe mir das jetzt ausgemessen, wie groß das Brett im Ganzen ist und habe dann geguckt, dass ich die gleichen Abstände außen habe und dass das ein bisschen symmetrisch diesmal ist. Ihr könnt natürlich auch die Kerzen ganz symmetrisch 4 anordnen, dass ihr wisst, was ich meine. Oder ebenso wie ich. Ich fand es jetzt so ganz schön. Ich werde dann nämlich die Mitte ein wenig so befüllen. Und ja, werde es jetzt erstmal mit Moos zusammen abdecken mit euch. Ich habe mir jetzt auch schon mal meine Kiefernadeln hingelegt, dass ich die nicht vergesse, weil die will ich nämlich in die Gestecke auch noch ein wenig mit reinmachen. Die trocknen super ein und die mag ich. Die mag ich total gern und verwende sie so total oft. So. Dann gehe ich mit meinem Bouillondraht wieder ein bisschen rum. Die muss ich jetzt mal ein wenig auf die Seite stellen, dass ich die jetzt runterschmeiße. Der ist auch sehr ergiebig, der lässt sich ja so toll ziehen. Gibt es auch auf der Plastikspule. Da ist er halt nicht so spiralförmig, da ist er halt dann schon so aufgefädelt, dass er halt einfach nur so diese Struktur hat. Aber das könnt ihr genauso verwenden. Oder einen ganz normalen Golddraht. So. Und so. Und dann geht es eben auch wieder so an die Füllung und dann nehme ich wieder die Orangenscheiben. Und werde mir die auch so ein paar festmachen. Da braucht ihr ein bisschen was von den Orangenscheiben. Ich habe mir jetzt so eine ganze Tüte gekauft und kann da jetzt natürlich... Braucht er jetzt nicht zu sparen. Ich mag Orangenscheiben so jetzt aber auch am liebsten. Ich verwende sie zum Dekorieren relativ, also zum, dass ich die irgendwie auseinanderschneide und irgendwo draufklebe oder sowas, verwende ich die tatsächlich wenig. Deswegen hau ich da jetzt rein. Ist halt auch einfach eine schöne Farbe und es riecht auch gut. Jetzt lasse ich die auch mal, bevor ich sie festklebe, so. Dann habe ich ja nämlich noch mal meinen Zimt. Ich glaube, den großen Zimt brauche ich jetzt da nicht. Dann nehme ich den kleinen. Den werde ich auch wieder ein wenig drüber kleben. Da sind auch so ganz fette dabei diesmal.
So, angeklebt habe ich es jetzt. Ich habe das jetzt mal angeordnet. Und dann eben noch von den Kiefernadeln was rein. Ich habe hier von einer Kugel jetzt die Aufhängung weggemacht. Und da stecke ich mir dann schon mal ein paar rein. Und ein paar lege ich mir dann so quer hin. Da fädel ich jetzt mal durch so eine Aufhängung durch. Wenn ihr das jetzt nicht öfters rumtragen müsst, dann könnt ihr jetzt die querliegenden, braucht man auch gar nicht festmachen. Ansonsten klappt es immer ganz gut, wenn ihr einen Sprühkleber habt oder halt ein bisschen mit Heißkleber. Heißkleber geht zur Not auch immer. Jetzt gucke ich mal, will ich da noch welche? Ich glaube schon. Da mache ich jetzt auch so ein ganz kleines bisschen Heißkleber hin. Das will ich jetzt nämlich, dass das so aussieht, als ob die da auch so hingefallen ist. Also da mit den Kiefernadeln, da könnte ich mich verkünsteln. Ja, ich glaube, das gefällt mir gut. Wirkt relativ ruhig, nicht zu viel Deko, finde ich. Ihr könnt mehr oder weniger machen, ihr könnt einen schönen goldenen Stern reinmachen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir aus Aludraht so einen goldenen Stern noch form und den dann so reinstecke irgendwie. Fand ich am Anfang auch ganz toll, werde ich vielleicht auch noch eins machen. Zu denen passt jetzt aber einfach so am besten, weil jetzt habe ich wieder eine ganze Gruppe oder eine ganze Deko, die jetzt halt einfach so komplett zusammenpasst und einen Abschnitt in der Wohnung oder einen Raum halt eben so dekoriert. Von der Farbe her könnt ihr das ja wieder machen, wie ihr das möchtet und was eben zu den Blättern passt. Ihr könnt natürlich das Gefäß oder dieses Brett auch mit Rinde umkleben oder vielleicht habt ihr sogar noch eins, wenn ich da schon mal was vorbereitet habe oder ihr habt von letzten Jahr noch was, dass ihr so was Längliches arbeiten könnt. Das seid ihr ja flexibel. Und dann habe ich dann natürlich auch noch was für die Wand gemacht. Was passendes, das hängt hinter mir. Das schneide ich schnell ab. Halt, jetzt muss ich das aber nochmal wegtun. Wie gesagt, ist heute ein bisschen mehr, aber Weihnachten ist halt mein Ding. Und ich zeige euch einfach immer alles und wenn ihr irgendwie noch nähere Fragen zu irgendwas habt, dann immer her damit in den Kommentaren. Ich gucke, dass ich es auch immer echt zeitnah beantworte. Manchmal überlese ich oder lese ich dann was und vergesse es dann aber wieder und antworte dann erst später. Aber ich gucke schon immer, dass ich alles irgendwie zeitnah beantworte. Ja, und das ist dann eben noch so länglich gedacht für die Tür oder für die Wand. Ist jetzt mit Heißkleber geklebt, also deswegen aufpassen, wenn ihr das nach draußen hängt. Würde ich aber jetzt, glaube ich, mit den Blättern sowieso nicht empfehlen, weil wenn die nass werden, die saugen sich voll und dann fängt es, denke ich, zum Schimmeln an. Also eher irgendwie so für die Wohnungseingangstür, wo es schön geschützt ist. Und ja, dann habt ihr wieder eine Deko, diesmal jetzt von mir in Orange. Und könnt loslegen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen begeistern und anregen mit meiner Deko in Orange. Die nächsten Stücke sind auch schon unten. Ich werde jetzt einfach erstmal so die machen, wo jetzt, wie gesagt, so ein bisschen weniger mit Grün sind und wo vielleicht von der Vorbereitung jetzt auch noch ein bisschen dauern, dass ihr noch ein wenig tütteln könnt, bis es dann soweit ist. Und dann kurz
bevor der erste Advent dann kommt, werde ich dann nochmal so ein bisschen mit grün gebundene Sachen zeigen. Also im Kopf ist noch ganz viel. Ich hoffe, ich schaffe es zeitlich alles wieder so. Wir sind jetzt erstmal übers Wochenende, übers lange Wochenende in Berlin. Und danach geht es auch gleich wieder los. Wie immer freue ich mich über jedes neue Abo. Ich freue mich immer wahnsinnig über eure lieben Kommentare, über jedes Like. Ja, und sage dann Tschüss und Ciao, bis ganz bald, eure Kathi.